Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudia und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Trendradar Trendbox aus dem Monat April und ich bin sehr gespannt, was uns hier drin erwartet. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen auf die Entdeckungsreise zu gehen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Hier haben wir nachhaltige, trendige Produkte drin und zwar mindestens 7, mindestens 80 Euro Warenwert und Beauty, Food, Lifestyle, ja, dies, das, Ananas haben wir hier drin, ne? Richtig cool, ja. Ich freue mich da jedes Mal ziemlich drauf, weil manchmal veräppelt uns die Box ein bisschen, was ich ziemlich witzig finde, so mit einem Kilo Mehl oder so. Und die kostet ab 29,95 pro Monat. Und ja, ich habe den Code Claudi15, damit kannst du 15% auf die erste Box sparen. Schau gerne in der Infobox vorbei, da habe ich dir auch einen Link dazu reingesetzt und alle Infos nochmal. Und ja, ich habe sie hier, ich bekomme sie in PR, um sie ihr vorstellen zu können und deswegen möchte ich euch was zurückgeben, auf jeden Fall. Und zwar, oh mein Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt heute, es ist Drehtag und ich bin so voll in meinem Element, bin ich ehrlich, ne? Wenn ich so Boxen auspacken kann, neue Dinge erleben, entdecken und so und ich finde es total abgefahren. Deswegen bin ich gerade auch so ein bisschen, Naja, ich möchte euch auf jeden Fall super gerne was zurückgeben. Und zwar möchte ich in diesem Video auch wieder ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video, auch in der Infobox. Schau gerne dort mal rein, da steht immer richtig viel drin, Leute. Und ja, hier haben wir den Karton und den kann man auch schön weiterverwenden. Und das mache ich auch sehr oft, tatsächlich als Verlosungsbox zum Beispiel. Und ist jetzt aber sehr gut ein bisschen zugeklebt. Ich versuche das mal vorsichtig zu lösen. Zack. Und dann kleben meine Hände daran fest. Läuft bei mir. Okay, also. Wir hatten zwar einen Spoiler, also in der Märzbox für die Aprilbox, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Und ja, jetzt machen wir hier mal die Sachen beiseite und wir haben eine prall gefüllte Box. Das sieht doch schon mal richtig klasse aus, die ist auch wirklich schwer. Und hier steht auch Handmade in Berlin with Love. Also es kommt tatsächlich aus Berlin und weil es eine Kooperation ist, habe ich hier auch liebe Worte stehen. Wir bedanken uns herzlich für die Kooperation mit dir und wünschen dir viel Freude beim Unboxing. Ganz liebe Grüße, Lilly. Vielen Dank, liebe Lilly. Liebe geht raus an dich. Und Growing Garden, ja, das ist das Motto der Aprilbox. Leute, unser Garten, der blüht und blüht, der geht richtig steil. Ich habe schon bei manchen Pflanzen den Frühjahrsschnitt vorgenommen, sodass dann auch alle jungen Triebe richtig viel Kabitjes bekommen, ne? Also, dass da halt nichts in die alten Triebe reingeht und so. Es sieht jetzt schon gut aus. Jetzt gerade regnet es, aber sobald die Sonne wieder rauskommt, gehe ich auch wieder raus und dann kann ich wieder mit meinen Händen im Dreck wühlen und ich liebe es. Vielleicht haben wir hier ein paar passende Handschuhe, denn meine sind mittlerweile nicht mehr so gut drauf. Nein, aber gleich was witzig anderes. Spektakulär. Okay, also, man kann diese Kärtchen sammeln von 1 bis 10 und kann dann eine Geschenkbox bekommen. Und dann ist hier das Motto Growing Garden in dem Heftchen. Und dann gucken wir mal, was sich die Boxenpacker beim Boxenpacken gedacht haben. So. Deine Growing Garden Box. Liebe deine Gartenträume. Voller Freude begrüßt du den bunten Frühling und bringst deinen Garten, Balkon oder dein Zuhause zum Erblühen. Du genießt die ersten wärmenden Sonnenstrahlen und spürst die Kraft der neu erwachenden Natur. Absolut. In diesem Monat präsentieren wir dir einzigartige Produkte, die dir die Schönheit der Natur nach Hause holen und dich mit frischen Farben und fruchtigen Geschmäckern erfreuen. Lass den Frühling in dein Leben einziehen mit deiner Trendbox im April. Bloom up your life. Das ist cool, dann sind hier die ganzen Produkte aufgeführt und genau, gegebenenfalls sind da auch immer Codes mit dabei, dann ist hier auch noch das Special Trend Goodie aufgeführt, da kommen wir gleich zu. Ein Rezept haben wir, dein Gartenmoment haben wir hier, also auch viele Informationen und dann ist hier für meinen Geburtstagsmonat, den Mai, da bin ich ja immer sehr, sehr kritisch, was die Boxen angeht, ein kleiner Ausblick und zwar... Der wundervolle Wonnum-Monat Mai liegt vor dir. Deine Entdeckerlust erwacht und du machst dich bereit für die aufregende Erlebnisse in der Natur. Deine Maibox ist dabei die perfekte Begleitung für alle, die das Abenteuer lieben. Mit köstlichen Snacks für unterwegs und praktischen Produkten für deine Wanderung oder Ausflug bist du jederzeit bestens vorbereitet für spannende, nachhaltige Unternehmungen ab dem 1. Mai erhältlich im Trendradar Online-Shop. Bin ich gespannt drauf. Hier ist auch eine lässige Lady abgebildet, die auf einem Stein sitzt mit einem Fernglas, einer Tasche, einem Hut, einem knappen Höschen. Ich glaube... Ich kann mir vorstellen, vielleicht, ja, wobei eine Tasche hatten wir jetzt in letzter Zeit öfters dabei, aber ein Hut wäre echt cool. Über einen Hut würde ich mich sehr freuen, liebes Trendradar Boxenteam. Würde ich hart feiern. Und wie gesagt, mit Claudi15 könnt ihr 15% sparen.
So, werfen wir mal einen Blick hinein. Hier habe ich auch das Trend-Goodie, was man als 12-Monats-Abonnent bekommt. Das heißt, du bekommst da nicht nur die Box günstiger per se schon, sondern du bekommst auch noch jeden Monat ein extra Goodie. Das Affirmationsorakel, 50 Karten für innere Kraft, Zuversicht und Vertrauen von Padloch. Sowas finde ich manchmal ein bisschen abgefahren, aber was ich hier hinten drauf lese, finde ich richtig schön, das rührt mich. Ich habe Vertrauen in die Welt zum Beispiel oder ich höre auf meine innere Stimme, ich lebe mein Leben in meinem Rhythmus. Ich weiß, wem ich vertrauen kann. Wenn ich es brauche, ziehe ich diese Menschen zu Rate. Ne, das hat schon allein einen Wert von 8 Euro. Ne? Aber der, das ist halt nur der Preiswert. Sowas hat einfach noch viel mehr Wert, finde ich. Ich manifestiere meine Träume mit Leichtigkeit. Weißt du, sowas ist halt wirklich, wie soll ich das sagen, unheimlich wichtig. Ich habe letztens einem sehr wichtigen Menschen in meinem Leben auch eine Box gepackt, wo ich halt auch halt diese positiven Glaubenssätze, so hat mein Freund das genannt, aufgeführt habe und ihm halt in so einen Bilderrahmen geschrieben habe. Weil, ich meine, wie oft machen wir uns halt einfach fertig durch Dinge oder klein durch Dinge, die halt nicht sein müssen. Ne? So, was sollen die Nachbarn denken? Das haben wir immer schon so gemacht und so. Ne? Sei nicht egoistisch, bla 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 bla, so ein Kram. Und allein sowas hilft einem, wenn man einfach vielleicht in so einem Tunnel manchmal drin ist, einfach so eine Karte einfach mal für sich zu ziehen und das sich zu verinnerlichen, ein bisschen mehr auf sich selbst zu achten. Dieses ganze Thema Achtsamkeit finde ich eigentlich auch total crazy und abgefahren und so. Und das ist auch nicht ganz so meine Welt, aber ich weiß, dass es wichtig ist, sowas auch einfach mal zu tun. Und ich finde es einfach schön, wenn man sowas auch in der Box findet und das nicht irgendein esoterisches, abgehobenes Kram ist, in Anführungsstrichen, um das mal so ganz platt zu sagen, sondern halt einfach wahr. Ich glaube, so kann man es nennen. Genau, denn es ist hilfreich, ganz einfach, wenn man halt in solchen Löchern manchmal drin ist. Ich habe es ja auch ziemlich häufig, ne? Und jetzt wackelt auch noch mein Ringlicht. Okay, so, jetzt machen wir hier mal weiter. Wir müssen hier mal ein bisschen mehr Blumen reinbringen und das macht hier auch Original Mössinger Sommer mit einer bunten Blumensamenmischung aus der Saatgutmanufaktur für 7 Quadratmeter, ein Stück Schwäbische Alb. Yo! Ich glaube, wenn ich das wieder in unser Beet reinmache, dann ist mein Freund nicht mehr so happy. Ich habe mal so ein paar zu viele von diesen Samenbomben und Samenmischungen in einem kleinen Beet von uns einfach reingemacht. Relativ random, weil ich dachte, ja, da kommt nichts, da kommt nichts. Und dann halt immer weitere auch mit reingemacht, die ich halt auch in so Boxen drin hatte, Wasser drüber und so. Und auf einmal ist das Ding explodiert, Leute. Puh, das ist echt krass. Und das sind halt auch viele Wildblumen und so. Wunderschön für die Bienen so drumherum und für die Natur, die wir hier halt auch haben, ne? Aber das war tatsächlich ein bisschen viel. Und war mein Freund auch ein bisschen stinkig. Nun, aber vielleicht kann ich irgendwo anders bei uns auf dem Grundstück das mal pflanzen oder so. Weil ich finde das eigentlich wunderschön, so eine schöne Blumenwiese, ne? Kann man gut machen. Okay, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar habe ich hier Rettergut, Pesto Manifesto, Biopeste, Rote Beete und Mandel. Das ist wirklich abgefahren. Also ein Rote Beete Pesto habe ich, also isst man das mit Nudeln? Das finde ich ziemlich crazy. Also ich sehe das jetzt nicht so, also das ist ja so erdig eigentlich, Rote Beete, ne? Dieses Pesto ist eine klare Ansage, ein Manifest der Gemüseliebe. Ausdruck wahrer Wertschätzung, ein Liebesbrief an gerettete Zutaten. Pathetisch, praktisch, lecker. Passt hervorragend zu Nudeln, Salat oder knusprigem Brot. Okay, das muss man da mal ausprobieren, ne? Dann habe ich hier auch noch eine Gärtnerseife. Handgemachte vegane Seife aus Tamil Nadu, Indien. Okay, eine Handseife. Ah, das ist so ein Seifenstück mit 100 Gramm. Okay, das lasse ich jetzt auch mal verpackt, weil das ist jetzt hier noch richtig eingepackt, oder? Geht das hier raus? Nee, ich kann das hier rausmachen. Okay. Riecht soweit noch nichts. Okay, ist einfach ein Stück Seife, Handseife. Kann man immer gut gebrauchen. Wir haben auch so ein Magnetding für sowas, dass ich das bei mir auch ganz normal an meinem Waschtisch haben kann. Ne? Komm, wir nehmen jetzt mal die Riesendinger hier raus. Ohne Witz, jetzt. Hartweizen-Spätzle von Naturata.
Schatzi und ich haben letztens Gulasch gegessen und Spätzle gekauft. Hier hätte ich jetzt eine Packung Spätzle drin gehabt. Kann man immer gut gebrauchen. Das kommt dann einfach bei uns in den Vorratsschrank, ne? Und dann haben wir das halt da. Ist auch in so einer schönen nachhaltigen Verpackung. Kann man gut gebrauchen. Auch Julius isst mittlerweile so Spätzle und so ein Kram, ne? Das ist schön. Hochwertige Demeter zu kaufen. Nüsse, das ist doch echt toll. Und das ist nicht das einzig Kleine hier. Was ist... Nee! Von Ceramis habe ich hier einfach mal Bio-Pflanzgranulat für Pflanzen und Kräuter. Gut, das ist wahrscheinlich ein bisschen wenig für uns jetzt, weil viel Platz und so. Extra Wasserspeicher, weniger Gießen, geeignet für den biologischen Anbau. Ja, 2,5 Liter läuft. Sowas kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen, weil ich halt, wie gesagt, wenn ich ne, wieder in den Garten gehe und so, dann werde ich das auch schön in die Erde mit einarbeiten. Zum Beispiel bei den Rosen, die wir bei uns stehen haben, bin ich echt ein bisschen traurig. Ich bin ja auch selber schuld. Ich lasse die halt auch wirklich immer im Winter auch draußen. Ne? Weil ich, also unser Garten ist so ein bisschen nach dem Motto, friss oder stirb. Entweder du überlebst das, liebe Pflanze, oder halt nicht. Ne? Und wenn du nicht winterhart bist, dann bist du halt, hast du halt ein Problem. Und deswegen sind diese Rosen halt bei weitem nicht so üppig wie die bei unseren Nachbarn oder bei meiner Mama oder so. Wobei die bei uns im Vorbeet richtig abgehen wie ein Zäpfchen. Aber die habe ich auch von meiner Oma quasi gekriegt. Die hat da schon ordentlich viel Liebe reingesteckt. Aber die, die ich in meinen Pflanzkübeln habe, die sehen echt traurig aus. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Die Dinger versuche ich dann mal damit einzuarbeiten, dass da halt auch ein ordentlicher Wasserspeicher ist und die Erde vielleicht einfach auch ein bisschen schöner dafür ist. Ne? Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Und dadurch kann ich dann noch ein bisschen mehr Liebe in unsere Pflanzen reingeben. Ja, Claudi und ihr grüner Daumen, das kommt jetzt mal wieder. Dann habe ich hier etwas, was wir halt ständig jetzt brauchen. Sowohl ich hier oben immer mal wieder, als auch halt für Julius. Das ist von Ökolife Taschentücher. Ja, 80 Stück, 4 Lagen sind hier drin. Und die werden hier safe sehr, sehr bald verwendet werden. Und sowas finde ich immer praktisch. Ne? Also die haben wir wirklich in reger Anwendung mittlerweile hier. Da kommen wir auch fast nicht mehr hinterher, dann immer wieder auch Nachschub zu holen, gefühlt. Das hier ist etwas, was bist du? Sus-Tee. Blue Sufficient Water Level. White Signal to Water Plant. Ach, guck mal. Das machst du in einen Blumen. Kübel oder in eine Zimmerpflanze rein und dann zeigt dir das, ob die Pflanze gegossen werden muss oder nicht. Was super ist, wenn du irgendwelche Pflanzen hast, die zum Beispiel keine Staunässe oder sowas haben können. Das ist echt cool. Das ist wirklich praktisch. Operating Temperature, also von 5 bis 40 Grad, also sowas dann am besten halt im Haus. Du kannst es aber auch draußen anwenden. Theoretisch. Replace the refill every 6 bis 9 Monate. Ja, okay. Habe ich jetzt nicht, aber das ist jetzt halt einfach mal für mich, für haben. Finde ich praktisch. Finde ich wirklich praktisch. Dann haben wir hier ein bisschen was für die Beauty-Geschichte. Ein Eau de Toilette, Elixir Floral Absolu, Jasmin Précisieux, bitte. Wie geil ist das denn? Ich mag gerne Jasmin. Panier de Saint, sagt mir jetzt nichts. Das ist dieses hier mit 10 Millilitern und das sieht so richtig so auf alt gemacht aus. Und sowas finde ich ja immer schön, ne? Keine Ahnung, was kenne ich jetzt auch nicht, die Marke. Mit weißem Pfirsich, Jasmin und Zedernholz ist der Duft. Ich habe jetzt gerade einen anderen drauf, das Libre von Yves Saint Laurent, aber ich kann das ja trotzdem mal... Nee, du bist ein Rollerball, ne? Dann rieche ich nur oben dran, weil ich mag nicht so gerne Rollerbälle. Das riecht super schön nach Frühling, richtig frisch, fruchtig, blumig, aber nicht aufdringlich. Das könnte auch wirklich für viele was sein. Schade. Ist halt wirklich nur mit einem Rollerball hier oben drin. Ne? Das ist jetzt nicht so mein präferiertes Gedönsen. Mag ich leider nicht so gerne, weil ich mir Parfum tatsächlich nicht so viel auf die Haut mittlerweile sprühe, sondern halt eher auf die Kleidung oder so auch mal vielleicht ein bisschen in die Haare, auch wenn man das eigentlich nicht soll. Aber da hält es halt bei mir relativ lange. Ne? Ja. Ist eigentlich cool. Ich muss nochmal drüber nachdenken. Dann haben wir hier noch viele weitere Sachen. Und zwar habe ich hier von Green People Organic Lifestyle, ist das, glaube ich, das ist die Marke, ne? Haircare Intensive Repair Shampoo mit grünem Tee und Orangenschale. Für strapaziertes und koloriertes Haar, das stärkt und hier sind 30 Milliliter drin. Das ist jetzt richtig praktisch zum Verreisen. Das ist eine gute Größe dafür, das finde ich schön. Doch, ne? Hört sich auch sehr, sehr schön und passend für mich persönlich an. Dann habe ich von OO Lotion hier was mit dabei. Und zwar eine hydratisierende Gesichtscreme Glow Up. Und ja, die soll hydratisieren und Strahlkraft geben. Wie viel haben wir denn hier drin?
15 Milliliter steht hier an der Seite. Das ist das hier. Und ich glaube, so ein Glow-Up können wir alle eigentlich ganz gut gebrauchen. Ne? Das finde ich auf jeden Fall auch sehr schön gewählt. Und das wird dann sehr wahrscheinlich, hat Hyaluronsäure, Vitamin C, sowas hätte ich jetzt vermutet, dass es irgendwie mit drin ist. Cruelty-free, vegan. Weiß ich jetzt so, aber aus dem Stegreif nicht, steht hier hinten noch nicht drauf. Kannst du morgens und abends verwenden. Das ist schön. So, dann habe ich hier noch weitere Sachen drin. Das ist dieses Mal richtig krass befüllt. Ne? Hela, Chamka, transparent und fair, schwarzer Kampot-Pfeffer. Das ist irgendwas Besonderes. Das habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Schwarzer Pfeffer, 100 Gramm sind hier drin. Und wir haben auch so eine Pfeffermühle und eine Salzmühle, wo wir halt richtige Körner reinmachen. Und da werden wir das mit reinmachen. Und ich glaube, Kampot-Pfeffer ist irgendwie intensiver oder so. Das, oder ist es irgendwas Fermentiertes? Oder ganz speziell ist es auf jeden Fall. Finde ich richtig cool. Richtig cool. Hey, Mensch! Also wirklich, geht für mich persönlich hier gerade richtig ab. Dann habe ich Lift deine Gelassenheit, Wasserzusatz mit Niacin, habe ich unten bei mir am Tisch stehen. Mango- und Maracuja-Geschmack ist das hier nämlich. Ja, habe ich schon mal getrunken, fand ich ganz okay vom Geschmack her. Aber ja, deine Gelassenheit, ne, dass ich halt irgendwie mal ein bisschen chille oder so, habe ich mir gedacht. Ich bin dadurch jetzt nicht irgendwie eingeschlafen oder so. Dafür musst du dann wahrscheinlich Melatonin nehmen. New Key haben wir jetzt auch schon öfters mal in dieser Box gesehen. Und hier haben wir sehr praktisch einen Daily Sunscreen mit 50+. Pure Protection und Jojobaöl. Wasserfest und schweißresistent. Richtig, richtig toll. Und das sind 100 Milliliter. Das ist mega cool, Leute. Ich freue mich immer, wenn Boxen... Packer oder Boxenkonzipierer mitdenken und der Jahreszeit entsprechend auch die Pflege halt mit reinpacken. Ne? Das heißt jetzt irgendwie nicht unbedingt chemische Peelings im Sommer und halt Lichtschutzfaktor im Sommer. Das ist halt schon geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, richtig, richtig cool. Und das ist eine Tube, kann ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ne? Ihr fragt mich ja auch immer wieder, ob ich irgendwelche Empfehlungen habe für Lichtschutzfaktor, außer Dalton. Der wird immer empfohlen, Leute, weil der einfach fantastisch ist. Ich bin auf der Suche. Ne? Ich gucke einfach immer weiter und dann wird der hier auch mal ausprobiert, dass ich euch dazu was sagen kann. Und dann schauen wir mal, wie das so ist. Ich weiß gar nicht, Gnocchi, ich meine, dass man das sogar, ich habe das irgendwo mal in einer Drogerie, glaube ich, gesehen. Bin mir aber nicht sicher. 13,95 ist jetzt echt für 100 Milliliter auch echt ein günstiger Preis. Und das kannst du dir natürlich sowohl im Gesicht als auch am Körper auftragen, ist klar. Ne? So. Dann haben wir hier noch ein bisschen Werbung drin. Dadurch finanziert sich halt die Box auch ein bisschen. Ne? Das ist einmal von Theo ein bisschen Werbung am Start und von Hela. Und dann haben wir auch noch Sustee hier mit dabei. Genau das, was wir jetzt hier auch schon drin gefunden haben. Die Erklärung dazu. Und True Mints, die habe ich jetzt hier auch gerade. Ja, das hatte ich jetzt auch schon öfters mal gehabt und auch gegessen, in Anführungsstrichen gekaut. Das sind nämlich rein pflanzliche Kaugummis, Pfirsich zuckerfrei ist das. Das ist einmal dieses kleine Büchschen hier. Ich persönlich finde einfach, dass du nicht lange da einen Geschmack von hast. Wenn du aber sagst, Mensch, ich möchte nur für mal eben kurz, dass ich ein kleines Refreshment im Mund habe und dann direkt weg damit, dann ist es schon wieder in Ordnung. Weil das halt echt nicht lange hält vom Geschmack her. Ne? Das muss man halt einfach wissen. Ansonsten, ja, ein solides Produkt. 13 Gramm sind hier drin. Das dürfte eigentlich so eine Probiergröße oder eine Handtaschengröße sein. Und das ist jetzt die Box gewesen, glaube ich. Ja. Und ich finde, die Box ist sehr, sehr cool gestaltet. Wir haben hier sehr viele große Produkte drin. Tolle, der Jahreszeit entsprechende Produkte. Ich meine, welche Box packt einfach mal ein Pflanzgranulat mit rein? Finde ich total abgefahren. Und super. Und ich werde auch einiges hier aus dieser Box verwenden. Schon coole Produkte, oder? Also, wie gesagt, wenn ihr Bock auf die Box habt, Claudi15 gibt euch 15% Rabatt. Das ist der Code, den ich bekommen habe. Und den Link dazu setze ich euch natürlich auch gerne in die Infobox. Und ja, ich werde dann mal so ein bisschen mich auf die nächsten Tage vorbereiten, wenn ich dann in den Garten gehe. Ihr Lieben, wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.